Sterbebegleitung, hier die vereinbarte Debatte zu demselbigen Thema, eine Orientierungsdebatte, sowas hat es im Deutschen Bundestag noch nicht gegeben. Insgesamt 48 Redner werden hier das Wort ergreifen oder haben das schon getan. Der nächste jetzt von der CDU, Franz Josef Jung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, für mich steht im Mittelpunkt dieser Debatte eigentlich unser eigener Verfassungsauftrag. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Dies gilt vom Anfang bis zum Ende des Lebens. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, aus meiner Sicht ist mit diesem Verfassungsgebot der Vorschlag oder die Vorschläge zum assistierten Suizid nicht vereinbar, ja, sie sind verfassungswidrig. Meine Damen und Herren, der Erhalt der Würde des Menschen und der Schutz des Lebens sind keine Aufgaben des demokratischen Staates. Nicht das Schaffen von Voraussetzungen für einen schnellen und effektiven Tod sind das Gebot unserer Verfassung, sondern die Schaffung von Voraussetzungen, dass Menschen in Würde sterben können. Meine Damen und Herren, aus dem Grund ist aus meiner Sicht auch die geschäftsmäßige oder organisierte Sterbehilfe rechtlich zu untersagen. Wahr ist aber auch, dass heute noch viele Menschen Angst haben, unter Schmerzen oder hilflos sterben zu müssen. Und deshalb kann ich nur unterstreichen, was auch teilweise Vorredner gesagt haben, deshalb ist es notwendig, dass die Palliativmedizin sowohl stationär als auch ambulant weiter ausgebaut wird, um damit Menschen in dieser Situation helfen zu können, dass sie ohne Schmerzen in Würde sterben können. Und meine Damen und Herren, das gilt auch für den Ausbau der Hospizstrukturen. Und was hier bereits noch nicht erwähnt worden ist, wir haben, wie ich finde, eine grundlegende Veränderung der Situation durch das Patientenverfügungsgesetz, das dieser Bundestag beschlossen hat. Jeder Mensch hat das Recht, damit dem Tod auch eine natürliche Chance zu geben. Uns geht es grundsätzlich um die freie Entscheidung des Patienten, die würdige Sterbebegleitung, die lindernde Hilfe und nicht darum, den ärztlich assistierten Suizid zur Behandlungsoption zu machen und damit letztlich beim Tötung auf Verlangen zu enden. Wir haben in Deutschland, wie ich finde, eine liberale Regelung zum Suizid, sodass aus unserer Sicht nur die Untersagung der geschäftsmäßigen Sterbehilfe notwendig ist und keine weitere gesetzliche Regelung geboten ist. Erlaubt ist ausdrücklich die passive und indirekte Sterbehilfe. Das heißt, passive Sterbehilfe, Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen durch die freiwillige Entscheidung des Patienten und indirekte Sterbehilfe, den Einsatz eines schmerzlindernden Mittels, auch wenn es den Todeseintritt beschleunigen kann. Das nennt man palliative Sedierung. Die hat eindeutig das Ziel der Leidenslinderung. Und hierfür sind aus meiner Sicht allerdings auch Änderungen des Betäubungsmittelgesetzes, gegebenenfalls des Arzneimittelgesetzes notwendig. Ein Zwang zum Leiden, wie gerade hier vorgetragen, besteht aus meiner Sicht gerade nicht. Meine Damen und Herren, deshalb stellt sich im Zusammenhang mit dieser Debatte für mich die Frage, was ist der Auftrag, den unsere Verfassung auch uns gegenüber formuliert? Ich finde, der Auftrag lautet, das Sterben in Würde zu gewährleisten und nicht aktive Sterbehilfe zu ermöglichen. Werden wir diesem Verfassungsauftrag gerecht? Besten Dank.
Franz Josef Jung war das von der CDU, der nochmal auf die Wichtigkeit der Palliativmedizin hingewiesen hat. Der nächste Redner ist nicht nur Bundestagsabgeordneter, in dieser Form spricht er hier gleich, sondern auch Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe hat gerade eine Verbesserung vorgelegt, plus 200 Millionen. Experten sagen, für die Palliativmedizin müsste es 1 Milliarde mindestens geben. Die Orientierungsdebatte dient der Vorbereitung auf kontroverse Entscheidungen über die Zulässigkeit ärztlich assistierten Suizids oder über ein mögliches Verbot organisierter Selbsttötungsbeihilfe. Worüber wir uns nicht streiten, und es ist gut, dass dies an vielen Stellen heute festgehalten wurde, ist die Notwendigkeit des Ausbaus der Hospiz- und Palliativversorgung in diesem Land. Da haben wir in den letzten Jahren viel, auch aufgrund des Drängens aus der Zivilgesellschaft, allen voran der Hospizbewegung, gemeinsam erreicht. Und wenn ich mich als Gesundheitsminister für den Ausbau eben dieser Angebote einsetze, weiß ich mich von diesem Haus insgesamt unterstützt. Und ja, Frau Künast, Sie haben gesagt, da stehen noch wichtige Debatten vor uns. Da gebe ich Ihnen recht. Nicht zustimmen kann ich der These, wir hätten das noch gar nicht erörtert, sondern ich glaube, das hat in der Vergangenheit schon wichtige Debatten hierzu zurechtgegeben und wichtig ist es gemeinsam auf den Weg gebracht worden. Und dabei, und ja auch heute ist deutlich geworden, wir sind uns einig, schwerstkranken und sterbenden Menschen schulden wir zuallererst menschliche Zuwendung und bestmögliche Hilfe. Jede und jeder von uns möchte selbst in dieser Weise gut begleitet sein Leben beenden können. Hilfe zu geben und Hilfe zu empfangen gehört zum Menschsein. Hilfsbedürftiges hat nichts Entwürdigendes. Und deswegen, glaube ich, müssen wir jeder Haltung, ich möchte anderen nicht zur Last fallen, entschieden entgegentreten. Meine Damen, meine Herren, für die heutige Debatte und angesichts des öffentlichen Rufs nach Zulässigkeit aktiver Sterbehilfe ist es mir wichtig, mir festzuhalten. Erstens, die Rechtsprechung und der Gesetzgeber haben das Selbstbestimmungsrecht der Patientinnen und Patienten im Hinblick auf die Ablehnung lebensverlängernder Maßnahmen ausdrücklich etwa beim Thema Patientenverfügung nicht nur anerkannt, sondern gestärkt. Zweitens, es ist heute medizinisch, juristisch und ethisch unstrittig, dass bei hochdosierter Schmerzmedikation auch das Risiko einer lebensverkürzenden Wirkung in Kauf genommen werden darf. Diese Verkürzung darf nicht das Ziel der Medikation sein. Und gerade diese Unterscheidung macht deutlich, in welcher Weise wir uns in diesem sensiblen Feld von unserem Vertrauen in die Ärzteschaft leiten lassen. Dieses Vertrauensverhältnis zwischen Ärztin und Arzt und den Patienten wollen wir schützen. Deswegen lehne auch ich jedes Sonderstrafrecht für Ärztinnen und Ärzte ausdrücklich ab. In unserer Rechtsordnung ist Selbsttötung, sind auch entsprechende Beihilfehandlungen straffrei. Zu Recht. Hier schweigt das Recht zu Lebensdramen. Zugleich unternehmen wir Anstrengungen und werden weitere Anstrengungen im Bereich der Suizidprävention unternehmen müssen. Ich sage aber genauso deutlich, eine Verklärung der Selbsttötung gleichsam als Akt wahrer menschlicher Freiheit lehne ich ab. Und deswegen möchte ich, dass die Selbsttötungshilfe nicht zur öffentlich beworbenen Behandlungsvariante wird und setze mich als Abgeordneter für die Strafbarkeit organisierter Beihilfe zur Selbsttötung ein. Ich begrüße es dabei ausdrücklich, dass die deutsche Ärzteschaft mit deutlicher Mehrheit auch den ärztlich assistierten Suizid ablehnt. Dies ist bei allen unterschiedlichen Formulierungen in einzelnen Ärztekammern der gemeinsame Kern der berufsethischen und berufsrechtlichen Positionierung der deutschen Ärzteschaft. Und wir sollten dies ernst nehmen, wenn wir das Vertrauen in Ärztinnen und Ärzte beschwören. Befürworter eines ärztlich assistierten Suizids argumentieren mit besonders dramatischen Einzelfällen. Eindrücklich hat dies heute unser Kollege Peter Hinze getan. Diese müssen uns Ansporn sein, noch besser zu werden in einer schmerzlindernden Medizin, von der viele Expertinnen und Experten heute schon sagen, dass sie unerträgliches Leiden verhindern kann in nahezu allen Fällen. Wahr ist aber auch, dass die Einzelfälle beschworen werden und gleichzeitig die Befürworter des ärztlich assistierten Suizids diesen ja auch etwa auf Fälle der Demenz ausweiten wollen, mit dem Hinweis,
dann müsse die Entscheidung rechtzeitig bei klarem Verstand erfolgen. Ich finde es schier unerträglich, die Vorstellung, dass der Schock über die Diagnose Demenz in Zukunft mit solch einem Hinweis verbunden werden müsse. Ja, auch ich kann mir Grenzfälle vorstellen, in denen Ärztinnen und Ärzte Normen um ihres Gewissens willen brechen, verstoßen. Dann ist es Aufgabe der Rechtsanwendung, im Einzelfall dieser Gewissensentscheidung Rechnung zu tragen. Sie darf uns nicht Anlass sein, die Norm selber und damit den lebensschützenden Charakter unserer Rechtsordnung zu relativieren. Herzlichen Dank. Hermann Gröhe ist seit 1997 Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche und als Bundesgesundheitsminister hat er diese Debatte mit angestoßen. Er will das Verbot von Sterbehilfe vereinen. Nächste Rednerin jetzt Katharina Reiche von der CDU. Sie kämpft gemeinsam für die Position von Peter Hinze und Karl Lauterbach zum Beispiel. Zu einem würdevollen Leben gehört auch ein Sterben in Würde. Es gibt ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Und somit gehört zum selbstbestimmten Leben auch ein selbstbestimmtes Sterben. In unserem Antrag richten wir uns an Menschen, die in einer organischen, irreversibel zum Tode führenden Erkrankung leiden, bei denen die Palliativmedizin an ihre Grenzen stößt, die Schmerz und Qual und damit verbundene Not nicht mehr aushalten. Von unserem Regelungsansatz nicht erfasst sind Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, die minderjährig oder nicht einwilligungsfähig sind. Wir richten uns auch ausdrücklich nicht an Menschen, die aus anderen Gründen des Lebens müde oder überdrüssig sind. Was für einen Menschen am Ende seines Lebens noch zu ertragen ist, was er als Qual und Schmerz empfindet, ist absolut individuell. Nicht jeder kann gleich viel tragen. Patienten, die die letzte Strecke ihres Lebens als nicht mehr erträglich empfinden, geht es neben den Schmerzen auch um den Verlust ihrer Autonomie, um den Kontrollverlust über ihren Körper, um den Verlust zur Kommunikation und den Verlust ihrer Würde. Unser Antrag öffnet einen Ausgang bzw. möchte, das haben Vorrednerinnen gesagt, die Regelungen, die in einigen Landesärztekammern, zum Beispiel der Bayerischen, sehr wohl möglich sind, für alle Ärzte im gesamten Bundesgebiet möglich machen. Wir meinen, im Angesicht von sicher zum Tode führenden Erkrankungen sollte das Arzt-Patienten-Verhältnis besonders geschützt werden. Dort gehört die Entscheidung hin, in Würdigung der Lebens- und Leidensumstände des Patienten dem behandelnden Arzt zu vertrauen und ihm zu ermöglichen, den Patienten straffrei auf einem selbstgewählten und selbstvollzogenen letzten Schritt zu begleiten, ohne das Strafrecht fürchten zu müssen. Dank der modernen Medizin und dank der Palliativmedizin können Menschen heute viel besser, viel länger, mit weniger Schmerzen am Ende ihres Lebens begleitet werden. Das ist ein Segen. Und die Menschen, die sich hingebungsvoll jenen Patienten widmen, sind auch ein Segen. Die palliativmedizinischen Angebote müssen ausgeweitet werden. Und ich bin Hermann Gröhe ausdrücklich dankbar, dass er diese Initiative jetzt ergreift. Die Grenzen der Leidminderung, Schmerztherapie und Sterbehilfe und Begleitung als ärztliche Aufgaben sind aber nicht schematisch, sondern sie fließen ineinander über. Was möchte ein Patient? Er möchte Heilung. Er möchte Leidminderung. Er möchte, dass seine Beschwerden vermindert werden. Er möchte natürlich verhindern, dass er vorzeitig stirbt. Und dem sollen Ärzte entsprechen. Wo nun aber die moderne Medizin als Schattenseite ihrer segensreichen Fähigkeiten Siechtum, chronisches Leiden und eine zuverlässige Unheilbarkeitsprognose hervorbringt, sollten Ärzte in der Mitverantwortung bleiben dürfen, soweit es sich mit ihrem persönlichen Gewissen vereinbaren lässt. Und darum geht es. Ich appelliere daran, die Gewissensfreiheit zu respektieren und nicht durch rechtliche oder religiöse Dogmen zu beschränken. Es wird argumentiert, dass der Suizidwunsch mancher Patienten Ausdruck von falsch entstandener Entscheidung, falsch verstandener Entscheidungsfreiheit sein oder gar eine mangelnde Achtung vor dem Geschenk, das uns Gott mit auf den Weg gegeben hat.
Wer so argumentiert, verkennt die existenzielle Not, in der solche Entschlüsse gefasst werden. Für mich wäre es jedenfalls ein Verstoß gegen das Gebot von Nächstenliebe und Menschenwürde, wenn aus dem Schutz zum Leben ein Zwang zum Leiden würde. Wir wollen Ärzten für die Fälle, in denen die Palliativversorgung für die Patienten keine Alternative mehr ist, eine mitfühlende Hilfestellung bei der selbstvollzogenen Lebensbeendigung ermöglichen. Die Ärzte bitten uns, ein Zeichen zu setzen gegen ihre Kriminalisierung, wenn es sich um ein einzelfallbezogenes, gemäß dem Patientenwillen ethisch verantwortliches ärztliches Tun oder Unterlassen handelt. Und hier setzt unser Antrag an. Ich bin zudem überzeugt, wenn sich Patient und Arzt auf diesen geschützten Freiraum verlassen können, würde dies den Bedarf an organisierter Laiensuizidhilfe oder ja gar gewinnorientierter Sterbehilfeorganisationen, die ich strikt ablehne, absehbar überflüssig machen. Die Würde eines Sterbenden zu respektieren, heißt im Übrigen gerade nicht, den Wert eines Menschenlebens von außen zu beurteilen. Ich meine, was zählt, ist das Urteil des Patienten über sein eigenes Dasein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns den Ärzten und den Patienten vertrauen und eine zivilrechtliche Regelung finden, die der Selbstbestimmung von Patienten Raum lässt und ihnen und ihren behandelnden Ärzten Sicherheit gibt. Katharina Reiche gemeinsam mit Peter Hinze, Carola Reimann, aber auch Karl Lauterbach ist für einen ärztlich assistierten Suizid in Ausnahmefällen. Harald Weinberg jetzt für die Linke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe zu, ich konnte mich am Anfang nicht recht anfreunden mit einer Diskussion über Sterbehilfe, die ich vor dem Hintergrund der gegebenen Rechtslage eigentlich für überflüssig gehalten habe. Jetzt haben wir diese Diskussion. Ich bin beeindruckt von der Ernsthaftigkeit und auch der Würde, mit der sie geführt wird. Und ganz unabhängig vom letztendlichen Ausgang hat die Diskussion sicher eines schon positiv bewirkt. Wir, die Politik und die Gesellschaft haben genauer in den Blick genommen, ob und wie in Deutschland ein würdevolles Sterben möglich ist und was dagegen steht. Wir haben einen nüchternen Blick geworfen auf die Versorgungslage im Bereich Palliativmedizin und Hospizarbeit. Ich will da gleich noch mal drauf zurückkommen. Im Zusammenhang mit der Diskussion über einen assistierten Suizid wurde, besonders von ärztlicher Seite, auf die weitreichenden Möglichkeiten der Palliativmedizin verwiesen. Und in der Tat sind die Fortschritte, die dort gemacht wurden, gewaltig. Und auch der Gesetzgeber hat mit der Ermöglichung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung mit dazu beigetragen, die Versorgung zu verbessern. Aber, und hier zitiere ich den Palliativmediziner De Ridder, das Bemühen um bestmögliche Palliativmedizin schließt die Möglichkeit der ärztlichen Beihilfe zum Suizid nicht von vornherein aus. Das steht, hier schließe ich mich De Ridder an, nicht gegeneinander, sondern kann sich in ganz bestimmten eingrenzbaren Fällen sogar ergänzen. Aus meiner Sicht kann weder eine Erleichterung des assistierten Suizids mit dem Verweis auf eine schlechte palliativmedizinische Versorgungslage begründet werden, das wäre sogar zynisch, noch allerdings kann eine strafrechtliche Ahndung oder Einschränkung der Beihilfe zur Selbsttötung mit dem Verweis auf die Palliativmedizin begründet werden. Aber natürlich ist es allgemein einleuchtend, dass eine bessere Bekanntheit der palliativmedizinischen Möglichkeiten sowie eine flächendeckende Versorgung mit Palliativmedizin auch präventiv gegen Suizidversuche wirken kann. Von einer ausreichenden, flächendeckenden Versorgung sind wir jedoch noch weit entfernt. Zwar haben wir eine Palette von Angeboten, zum Beispiel ambulante Hospizdienste, stationäre Hospizeinrichtungen, Palliativstationen und halt eben SAPV-Teams. Aber, und man muss sagen, eine eher unbekannte Zahl von mehr oder weniger guten und würdevollen Sterbebegleitungen in Altenpflegeheimen, ein echt problematisches Thema. Aber aus einem Standardwerk über Palliativmedizin, dem Oxford Textbook of Palliative Medicine aus dem Jahr 2011, ergibt sich, dass 60% der Sterbenden eigentlich eine palliativmedizinische Behandlung benötigen. Wir hatten im Jahre 2012 rund 870.000 Sterbefälle in Deutschland. Das heißt, 522.000 dieser sterbenden Menschen hätten demnach eigentlich eine palliativmedizinische Behandlung benötigt.
Zählt man die Zahlen der Menschen, die in den obigen Einrichtungen, von mir genannten Einrichtungen, in diesem Jahr tatsächlich palliativmedizinisch behandelt worden sind, zusammen, und zwar recht großzügig zusammen, dann dürften das nicht mehr als 100.000 Menschen gewesen sein. 100.000 von 522.000 potenziell Bedürftigen. Da klaffen Anspruch auf würdevolles Sterben und Wirklichkeit doch noch weit auseinander. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz vertritt dann auch die These, das Konzept des Sozialgesetzgebers, und das sind wir alle, aus Hospiz- und Palliativversorgung setzt bei der Sterbehilfediskussion um Jahre zu spät an. Jenseits der Frage, wie wir zum assistierten Suizid im Einzelnen stehen, meine Haltung dürfte einigermaßen deutlich geworden sein, führt uns die Diskussion dieses Themas hoffentlich diese Herausforderung vor Augen, der wir uns dringend und ohne weitere Verzögerung stellen müssen. Der Gesundheitsminister Gröhe hat jetzt, sicher nicht ganz zufällig im zeitlichen Zusammenhang mit dieser Debatte, angekündigt, den Hospiz- und Palliativbereich ausbauen zu wollen. Ich begrüße das ausdrücklich, und meine Fraktion Die Linke wird dies kritisch, aber konstruktiv begleiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Harald Weinberg hat noch einmal darauf hingewiesen, dass die Palliativmedizin, die ja alle hier im Hause wollen, eine schöne Sache ist, aber dass sie eben nicht für jeden bisher, der sie brauchen könnte, da ist. Sie muss ausgebaut werden, aber da sind sich auch alle im Haus durchaus einig. Nächste Rednerin, Eva Högel, auch sie Kopf eines Positionspapiers. Es ist gut und richtig, dass wir hier im Deutschen Bundestag diese schwere Debatte über Sterbehilfe führen. Und es ist auch gut, dass sie in der Gesellschaft breit geführt wird. Wir führen eine intensive Debatte, an der viele Bürgerinnen und Bürger, das zeigen die zahlreichen Veranstaltungen, die schon stattgefunden haben und noch stattfinden werden, mit großem Interesse, an der viele teilnehmen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will es noch mal betonen, es ist gut und richtig, dass wir uns hier Zeit nehmen für diese Debatte im Deutschen Bundestag. Und dass wir diese Debatte beginnen mit Fragen und nicht mit fertigen Antworten, sondern hier heute eine Orientierungsdebatte führen. Es geht um die Menschenwürde, es geht um das Ende des Lebens, es geht um den Umgang mit schweren Krankheiten. Und genau darauf müssen wir eine Antwort geben. Es geht um die Angst vor Schmerzen, vor Hoffnungslosigkeit, vor Einsamkeit. Menschen möchten niemandem zur Last fallen. Sie haben aber auch Angst vor einer Apparatemedizin und sie haben Angst vor schlechter Pflege. Darauf müssen wir hier im Deutschen Bundestag eine Antwort geben. Und ich möchte es ganz deutlich am Anfang sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich halte die bisherigen Regelungen in Deutschland für sehr gut. Die Abgrenzung von strafbarer Tötung auf Verlangen und straffreier Beihilfe zum Suizid hat sich in Deutschland bewährt. Und deswegen dürfen wir die ärztlichen Behandlungsmöglichkeiten, die bestehen, die dürfen wir auf keinen Fall einschränken. Ausgangspunkt ist der Patientenwille, und deswegen müssen wir auch noch mal an die Patientenverfügung denken, mit der die Patientinnen und Patienten, die betroffenen Menschen, ihren Willen zum Ausdruck bringen. Ärzte und Ärztinnen können schon heute eine Behandlung gar nicht erst aufnehmen. Sie können eine Behandlung unterbrechen und sie können auch schmerzlindernde Maßnahmen vornehmen, bei denen sie in Kauf nehmen, dass das Leben verkürzt wird. Diese ärztlichen Möglichkeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir auf keinen Fall einschränken. Der ärztlich assistierte Suizid oder gar die aktive Sterbehilfe darf aber auf keinen Fall zu einem Rechtsanspruch oder zu einem Normalfall werden. Das Ende des Lebens muss unter Einbeziehung der Angehörigen, der Ärztinnen und Ärzte, der Pflegerinnen und Pfleger unter ethischen Gesichtspunkten individuell gestaltet werden. Und unsere Antwort hier im Deutschen Bundestag auf Alter, Krankheit, Schmerzen und Ängste darf niemals ein erleichterter Tod sein, niemals eine erleichterte Möglichkeit zu sterben und dann noch durch Ärztinnen und Ärzte. Deshalb sehe ich gesetzgeberisch nur einen einzigen Handlungsbedarf, und zwar bei Vereinen und Einzelpersonen, die Sterbehilfe geschäftsmäßig anbieten, die sie regelmäßig anbieten und organisiert. Und ich finde es richtig, dass wir, das zeichnet sich ab, hier eine breite Mehrheit dafür haben, dass niemand mit Sterbehilfe Geld verdienen darf, niemand das regelmäßig machen darf und wir deswegen diese Einzelpersonen und diese Vereine auch verbieten.
Ich möchte ein paar Bemerkungen machen zum ärztlichen Standesrecht, weil das nicht ganz einfach ist und die Ärztinnen und Ärzte selbstverständlich wichtige Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen für Betroffene sind. Das Vertrauen in Ärzte ist groß, aber Ärztinnen und Ärzte brauchen auch Rechtssicherheit. Und deswegen stellt es ein Problem dar, dass der Deutsche Ärztetag 2011 beschlossen hat, dass Ärztinnen und Ärzte keine Hilfe zur Selbsttötung leisten. Die Ärzteschaft schränkt damit die straflose Beihilfe für Ärztinnen und Ärzte ein. Und deswegen müssen wir uns genau darüber Gedanken machen, wie wir diesen Flickenteppich von Regelungen, die die Landesärztekammern erlassen haben, wie wir diesen Flickenteppich beseitigen und wie wir den ärztlichen Freiraum, ich sagte es schon, den ich für ganz entscheidend halte, wie wir den erhalten können. Jede gesetzliche Regelung, die einen begrenzten Ausnahmebestand für Ärzte vorsieht, bedeutet eine Einschränkung dieses ärztlichen Freiraumes. Und das sollten wir uns sehr gut überlegen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben hier keine Gesetzgebungskompetenz, das ärztliche Standesrecht zu regeln. Dazu müssten wir unser Grundgesetz regeln. Unser Grundgesetz erlaubt nur die Zulassung zum Arztberuf und zu Heilberufen hier im Deutschen Bundestag zu regeln. Wir können das ärztliche Standesrecht weder mit dem bürgerlichen Recht noch mit dem Strafrecht regeln. Da sind die Ärztinnen und Ärzte gefordert. Deswegen appelliere ich an die Ärzteschaft, dass sie ihr Standesrecht so überarbeiten, dass sie den Flickenteppich beseitigen und dass sie eine klare Aussage treffen, dass ärztlicher Beistand und auch Beihilfe in Einzelfällen zwar keine ärztliche Aufgabe ist, das ist klar und das sollte deutlich werden, jedoch als Gewissenentscheidung des einzelnen Arztes und der einzelnen Ärztin möglich und auch wünschenswert ist. Das halte ich für dringend erforderlich. Ich lade alle Kolleginnen und Kollegen ein, mitzumachen bei dem Gruppenantrag, den meine Kollegin Kerstin Griese und ich jetzt schon mal in einem Positionspapier skizziert haben. Und wir würden uns freuen, wenn viele Kolleginnen und Kollegen dabei mitmachen und diese Position, die ich hier vorgestellt habe, unterstützen. Herzlichen Dank. Ja, Eva Högl hat es erwähnt, das Ganze wird ja dann in Anträge einfließen und die Gesetzgebung sieht so aus, dass man vermutlich die erste Lesung zu einem entsprechenden Gesetz im kommenden Februar oder März abhalten wird und dann eventuell im Herbst zu einem Gesetz kommt, wobei jetzt die nächste Rednerin, Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden heute hier und debattieren quasi in einer Doppelrolle, nämlich als Gesetzgeber. Und wir reden gleichzeitig über uns selbst. Jedes Leben führt ja unweigerlich zum Tod und nicht nur schwere Krankheiten. Und warum wird eigentlich so viel über Selbstbestimmung gesprochen, ausgerechnet, wenn es um den Tod geht? Mein Ende gehört mir sozusagen. Für wen spricht man dann und für wie viele? Zwei Dinge sind mir in dieser Debatte wichtig. Erstens, es diskutieren ja vorzugsweise gebildete, selbstbewusste, sehr reflektierte Menschen, die ihr Leben im Griff haben oder zumindest meinen, sie hätten es. Menschen, die ihre gesundheitlichen und finanziellen Risiken kennen, Menschen, die die Gesetzeslage, die Rechtslage und das Standesrecht der Ärzte kennen, Menschen, für die es ein Zeichen von Stärke ist, selbst bestimmen zu können. Stark und eigenverantwortlich sind aber auch die anderen, die in jeder Phase des Lebens und nichts anderes ist ja das Sterben, eine Phase des Lebens bei sich bleiben. Menschen, die zeigen, was Leben wert ist, auch wenn es beschädigt ist, wenn es unselbstständig ist und wenn es schwer wird, wenn es ertragen werden muss. Krankheit nicht empörend finden und Tod auch nicht als Schöpfungs- oder Schönheitsfehler ansehen. Menschen, die ein Zeichen setzen gegen ein überhöhtes Bild des strahlenden, selbstoptimierten, funktionstüchtigen Menschen bis zum Ende, meine Damen und Herren. Umgekehrt sorge ich mich um diejenigen, die meinen, nicht nur ihr Leben, sondern auch ihren Tod in den Griff kriegen zu müssen. Und ich sorge mich um eine Welt, in der die Alten im Vorwege sagen, viele haben diesen Satz schon gebraucht heute hier, ich will ja nicht zur Last fallen. Ich will doch nicht stören im Ablauf, im Getriebe, im Funktionieren. Und ich sorge mich um Menschen, deren scheinbarer Mut zur Selbstbestimmung im Kern nur die Angst vor Einsamkeit beim Sterben ist. Mut zum Leben mitten im Sterben, das ist unsere Herausforderung, aber nicht Hilfe zum Sterben. Heute wird ja gern von einer Erbengeneration gesprochen. Das ist richtig. Daneben wächst aber auch eine Generation Elternunterhalt heran. Man kann auch Schulden erben, sogar schon vor dem Tod.
Kinder werden nach dem bürgerlichen Gesetzbuch für die Kosten von Pflege- und Palliativmedizin herangezogen, wenn das Vermögen der Eltern aufgebraucht ist. Das verschärft die Gegensätze zwischen denjenigen, die ärztliche Betreuung in Anspruch nehmen, und denen, die ihren Kindern auch auf diese Weise nicht zur Last fallen wollen. Ich finde, auch diese Gesetzeslage bedarf eines Überdenkens, meine Damen und Herren. Zweitens, wir müssen uns klar machen, dass wir in einer demografisch drastisch veränderten Welt und in einer sich weiter verändernden Gesellschaft leben. Auf diese schöne alte Welt sind wir nicht vorbereitet. Die Debatte der Sterbehilfe scheint mir auch ein Spiegelbild der Angst unserer Gesellschaft vor dem Altern zu sein. Ist es nicht eigentlich zynisch, dass wir, wenn wir über Überalterung reden, als erstes an den Seniorensuizid denken? Bevor wir also ehrlich und ernsthaft über das Sterben in Würde und unsere Position dazu reden, über Anträge entscheiden, müssen wir, und das haben hier viele gesagt, über Palliativversorgung und Hospize reden. Es gibt in Deutschland 10.000 Suizide, und 90% davon liegen bei einer psychischen Erkrankung vor. Es ist nur in ganz seltenen Fällen so, dass Menschen sich umbringen aufgrund von schwerer Erkrankung. Die meisten dieser Menschen haben psychische Erkrankungen. In Deutschland wartet man übrigens auf einen Therapieplatz bei Depressionen, gesetzlich versichert, ein halbes Jahr. Heute fehlen vor allem Fachärzte für Psychiatrie, es fehlen Plätze in häuslicher Pflege, es fehlen qualitativ gute Plätze in der Heimunterbringung, ja, in Wohngemeinschaften. Und es fehlen trotz der Verbesserungen genügend Hilfe für Demente und ihre Angehörigen. Und zuletzt, ja, auch ich habe Menschen, ganz enge Freunde, Verwandte sterben sehen. Ich war noch keine 18. Da sollte ich entscheiden, ob die Geräte abgeschaltet werden sollen. Die Geräte abschalten, also das Leben abschalten. Und natürlich war ich völlig unvorbereitet auf diese Situation. Und letztlich ist es wahrscheinlich jeder und jede, egal wie alt er oder sie ist. Ich habe aber auch am Sterbebett gestanden und miterlebt, wie Sterben begleitet werden kann, mit Schmerzlinderung, mit Nähe, mit dem Wissen der Profis, dass es kein Schema gibt, dass man nicht schon weiß, was dann gut für den oder diejenigen ist. Und daher weiß ich auch, dass es Situationen gibt, in denen die Schmerzlinderung eben nicht mehr ausreicht. Ich glaube nicht, dass man im Vorhinein weiß, was man ertragen kann. Und es gibt auch Situationen, wo Ärztin oder Arzt und Sterbende spüren, dass es nicht mehr weitergeht und dass die Kraft nicht reicht. Und wann dieser Moment gekommen ist, das werden wir nicht allgemein verbindlich und mit letzter Rechtssicherheit regeln können. Vor allem sollten wir uns davor bewahren, Sterbebegleitung zur Sterbehilfe werden zu lassen, organisieren zu lassen, zur Dienstleistung werden zu lassen und damit Menschen unter Druck zu setzen. Vielen Dank. Katrin Göring-Eckardt war bis zum vergangenen Jahr Präses der Synode der Evangelischen Kirche. Nächster Redner hier für die CDU, Hubert Hüppe. Aber wie gesagt, die Parteinamen haben wir Ihnen nur dahinter geschrieben. Die spielen in dieser Debatte kaum oder gar keine Rolle. Meine Damen und Herren, ich glaube, Menschlichkeit in unserer Gesellschaft erweist sich daran, wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht. Und wenn wir heute darüber debattieren, über assistierte Selbsttötung, dann ist für mich der Kernpunkt der Frage, was wird passieren, wenn es erst einmal akzeptiert wäre, dass ich mit Hilfe eines Arztes oder einer Organisation aus dem Leben scheiden kann und dass dass meine selbstbestimmte Entscheidung ist. Dass ich die Verantwortung dafür trage, das ist der Umkehrschluss, wenn ich weiterleben will und damit nicht nur die Ressourcen der Gesellschaft in Anspruch nehme, sondern auch die Angehörigen. Und ich habe in den letzten Wochen verdächtig viele Talkshows gesehen, wo Sterbehelfer auftraten
Oder vorgestern eine Frau, die ihre Mutter in die Schweiz fuhr, wo sie sich hat töten lassen und wo ich so das Gefühl hatte, dass es die Darstellung ist, das sind die wirklich Mutigen. Das sind die, die die richtige Entscheidung treffen. Und meine Damen und Herren, mir fehlen in diesen Talkshows auch mal die Leute wie der Kollege Müntefering, die nicht sagen, wir gehen diesen Weg, sondern ich bin bis zuletzt dabei. Auch wenn es hart ist, ich halte die Hand und ich habe die Solidarität mit meinen Verwandten, mit meinen Angehörigen, mit meinen Freunden, meine Damen und Herren. Es geht nicht nur darum, dass ein Erwartungsdruck ausgeübt wird. Es wäre schon gefährlich, wenn er als solcher empfunden wird. Und wenn nicht mehr das Schicksal verantwortlich ist für die Solidarität der Gesellschaft, sondern der Patient selbst. Und da geht es in dieser Diskussion nicht um Intendanten, nicht um Playboy-Legenden oder andere, sondern mir macht Sorge, dass dann auch darüber diskutiert wird, wie in Belgien und Holland, was ist eigentlich mit behinderten Menschen, die behindert zur Welt kommen, die am Anfang schon nicht bis 100 zählen können und am Ende ihres Lebens auch nicht es können. Ja, die inkontinent sind, die ihren Stuhl nicht halten können, das können manche Menschen mit Behinderung von Geburt an nicht. Sie werden es nie können. Und natürlich wird dieser Dammbruch nicht von heute auf morgen kommen, ganz klar. Aber andere Länder haben gezeigt, dass wenn man einmal diesen Damm bricht, es immer größere Löcher gibt. Und Frau Künast hat gesagt, es gibt da keine Zahlen. Meine Damen und Herren, ich habe hier die Priorisierungsliste von Oregon. Dort steht drin, was Menschen, ja, aber Oregon, Herr Lauterbach, heute Morgen hat es im Fernsehen noch mal als Beispiel gebracht. Und hier steht drin, was die, die noch auf die staatliche Gesundheitshilfe angewiesen sind, noch an Leistungen bekommen. Und es steht ausdrücklich drin, dass danach ausgewählt worden ist, was denn tatsächlich auch effizient ist. Und eins ist noch, bleibt dabei, das wird immer gezahlt, das ist die assistierte Selbsttötung. Während andere Therapien ausgeschaltet werden, rationiert werden, wird die assistierte Selbsttötung durch den Arzt garantiert. Und davor habe ich Angst. Und wenn man die Zahlen, ich will sie noch mal nennen, man muss es einfach mal sehen, was für Entwicklungen es geben könnte. Wenn es so ist, dass die offiziellen Zahlen sagen, dass inzwischen über die Hälfte, nämlich 53,2% derjenigen, die den assistierten Suizid in Anspruch nehmen in Oregon, Menschen sind, die nur noch diese medizinische Mindestleistung haben, meine Damen und Herren, dann zeigt es eben, dass es die armen Menschen trifft. Und dass es vielleicht eben auch, wie gesagt, nicht diese bekannten Persönlichkeiten trifft, denen die Solidarität der Gesellschaft entzogen wird, sondern dass es zumindest die alten, vereinsamten Menschen sind, oft übrigens in der großen Mehrheit die Frauen, die einsam sind, die schlecht versichert sind, wo vielleicht auch keiner mehr da ist, der ihnen Mut zuspricht. Und ich glaube, wir sprechen ja sehr viel über Inklusion, ich persönlich ja insbesondere, dass es auch um Inklusion, um Teilhabe geht bei solchen Menschen, dass auch die ein Recht auf Teilhabe haben. Und ich halte es für äußerst gefährlich, meine Damen und Herren, wenn wir den Arzt zum Sterbehelfer machen, indem er seinen Patienten bei seiner Selbsttötung helfen wird. Das wird, meine Damen und Herren, die Solidarität den Kranken und Behinderten und den sterbenden Menschen entziehen. Und das möchte ich nicht. Vielen Dank. Hubert Hüppe, Behindertenbeauftragter der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und in der gleichen Funktion bis vor einem Jahr für die Bundesregierung. Nächster Redner jetzt, Matthias Birkwald. Er gehört zu dem Antrag, der am weitesten geht, nämlich alles so zu belassen, wie es ist und auch Sterbehilfevereine weiter zuzulassen. Im September 2010 starb mein jüngerer Bruder Stefan im Alter von nur 47 Jahren an einem Oligoastrozytom. 9 Jahre hatte er sehr tapfer
gegen den unheilbaren Gehirntumor gekämpft. Mein Bruder wusste, dass er würde sterben müssen. Und in den langen Jahren seiner schweren Krankheit hat er nicht ein einziges Mal den Wunsch geäußert, in den Freitod zu gehen. Im Gegenteil. Den 18. Geburtstag seines Sohnes noch erleben zu wollen, hat ihm Kraft gegeben. Und seinen eigenen 50. Geburtstag hätte er ebenfalls nur allzu gerne noch erlebt. Woher er nach 9 Jahren Leiden diese Kraft nahm, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass mein Bruder in mehrfacher Hinsicht ausgesprochen privilegierte Bedingungen hatte. Seine gesamte Familie, sein gesamter Freundeskreis und vor allem auch seine Kolleginnen und Kollegen und sein Arbeitgeber Volvo in Köln-Rodenkirchen haben ihn voll unterstützt, getragen und viel Verständnis für ihn gehabt. Und das auch schon zu Zeiten, als noch nicht offensichtlich war, ob und wann die Krankheit zum Tode führen würde. In den letzten 4 Monaten seines Lebens wurde mein Bruder von meinen Eltern liebevoll in seinem Elternhaus gepflegt. Er hat in Würde gelebt und er ist in Würde gestorben. Und die freie Entscheidung über das eigene Ende, meine Damen und Herren, die wünsche ich mir für alle Menschen bis ins hohe Greisenalter. Die Realität ist für viele alte Menschen eine völlig andere. Leider. Heribert Prantl hat in der Süddeutschen Zeitung vom vergangenen Samstag über einen Aufschrei gegen den Pflegenotstand geschrieben. 7 Beschwerdeführer haben gegen den Pflegenotstand in Karlsruhe Verfassungsklage eingereicht. Zitat: Eingesperrt, ruhig gestellt, verwahrlost, die Situation in vielen Altenheimen ist alarmierend. Zitat Ende. Und weiter heißt es aus einem Pflegeheim, Zitat: Die Bewohner seien nur alle 4 Wochen geduscht worden, es gab keine Zahnpflege, die Alten mussten oft in verkoteten Windeln oder verkoteter Kleidung stundenlang ausharren, Medikamente wurden nicht oder nur unzuverlässig verabreicht, Notrufe nicht beachtet. Zitat Ende. Einzelfälle seien dies nicht, aber ich füge hinzu, selbstverständlich gibt es auch viele gute Gegenbeispiele. Aber diese 7 Kläger erbitten vom Verfassungsgericht Hilfe in schreiender Not. Und ich denke, dies zeigt, dass eine Gesundheits- und eine Pflegereform, die die massiven Defizite behebt, schon lange überfällig ist. Denn auch und gerade für Todkranke, für Demente und alte Menschen gilt Artikel 1 unseres Grundgesetzes: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich sage, wir brauchen dringend mehr gut geführte Hospize und eine flächendeckende und bedarfsdeckende Palliativmedizin auf höchstem Niveau. Davon sind wir heute weit entfernt. Ich denke, je besser die palliativmedizinische Versorgung schwerstkranker Menschen sein wird, desto weniger Menschen werden ihr Leben durch einen assistierten Suizid beenden wollen. Aber die ihrem Leben ein Ende setzen wollen, wie zum Beispiel die an einem aggressiven Gehirntumor leidende 29-jährige Brittany Maynard in Oregon, die es Anfang November getan hat, sollen dies meines Erachtens in freier Selbstbestimmung tun dürfen, auch in Deutschland, auch mit Hilfe. Mein Wunsch ist es, selbstbestimmt zu leben und selbstbestimmt sterben zu dürfen. Und die Erfüllung dieses Wunsches gestehe ich selbstverständlich auch allen anderen Menschen zu. In unserem Grundgesetz ist ein Recht auf Leben verankert, aber keine Pflicht zum Leben. Die gibt es nicht. Und darum ist der Freitod in Deutschland auch straffrei und die Beihilfe zum Freitod ebenfalls. Dabei sollte es bleiben. Und darum plädiere ich dafür, die von Angehörigen, nahestehenden Ärztinnen und Ärzten und Sterbehilfevereinen geleistete Beihilfe zum Freitod auch weiterhin straflos zu lassen. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir eine Bemerkung zum Schluss. Im Vorfeld der Debatte habe ich viele Gespräche geführt und viel gelesen.
Und ganz besonders überzeugt hat mich das Buch Letzte Hilfe des Berliner Arztes Uwe Christian Arnold. Es ist ein Plädoyer für das selbstbestimmte Sterben. Und in ihm heißt es, Zitat, so wie es ein Recht auf Erste Hilfe gibt, das garantiert, dass unser Leben im Notfall gerettet wird, muss es auch ein Recht auf letzte Hilfe geben, das dafür sorgt, dass wir unser Leben in Würde beschließen können. Zitat Ende. Entweder mit dem assistierten Suizid, wie Brittany Maynard, oder mit bester Pflege bis zum Schluss, wie mein Bruder Stefan. Das Prinzip sollte lauten, mein Ende gehört mir. Und darum bin ich für das Recht auf letzte Hilfe und dafür, dass den Helferinnen und Helfern daraus auch keine Nachteile erwachsen dürfen. Herzlichen Dank. Matthias Birkwald war das, und da ist es mir auch passiert. Er ist natürlich nicht Mitglied des Antrages, sondern nur des Positionspapiers von Petra Sitte, Renate Künast und anderen, die eben eine Straffreiheit wollen und auch Sterbehilfevereine weiter genehmigen wollen. Ganz anders sieht das Kerstin Griese als Kopf der Gruppe um Eva Högel, und sie wird das jetzt ausführen. Wir reden über etwas sehr Grundsätzliches. In welcher Gesellschaft wollen wir leben? In einer Gesellschaft, in der man in Würde leben und in Würde sterben kann. Und ich wünsche mir, dass wir eine solidarische Gesellschaft sind, eine sorgende Gesellschaft, die sich um Menschen kümmert und sie nicht allein lässt, die die Ängste von Menschen aufgreift, die oft einsam und alt sind und die Angst haben, und das hören sie immer wieder, wenn sie in Pflegeheime gehen, die Angst haben, jemandem zur Last zu fallen. Dem müssen wir etwas entgegensetzen. Dem müssen wir entgegensetzen, eine Kultur des Lebens, eine helfende Gesellschaft, eine sorgende Gesellschaft, die Menschen in schwerer Krankheit hilft und die die Schmerzen lindert. Die Antwort der Gesellschaft darf meines Erachtens nicht der Todestrank auf dem Nachttisch für den Suizid sein. Die Antwort sollten auch nicht organisierte Vereine sein, die als ihr Geschäft Sterbehilfe leisten. Und die Antwort darf auch nicht sein, dass wir quasi einen Regelanspruch auf assistierten Suizid gesetzlich verankern, der als Krankenkassenleistung abrufbar ist. Das wird dem Einzelfall nicht gerecht. Sondern wir müssen stattdessen alles tun, damit Menschen im Leben gestärkt, im Leben und im Tod begleitet und bestmöglich palliativ behandelt werden. Und wir müssen mehr tun, um Suizidprävention gerade bei jungen Menschen zu verstärken. Da tun wir noch viel zu wenig. Lebenshilfe statt Sterbehilfe hat das der an ALS erkrankte Tagesspiegel-Journalist Benedikt Mülder diese Woche genannt. In seinem Beitrag, der mich sehr berührt hat, schreibt er, Autonomie ist nur in Gemeinschaft denkbar. Das ist ein wichtiger Satz, denn auch der erkrankte Mensch braucht ein Umfeld aus Familie, Freunden, pflegenden Ärzten. Und wir sollten alles dafür tun, damit sie mit ihm gemeinsam Entscheidungen treffen können. Selbstbestimmung geschieht immer in Gemeinschaft. Gleichzeitig, und das ist mir genauso wichtig, wollen Eva Högel und ich in dem Positionspapier, das wir Ihnen vorgelegt haben, alle jetzt bestehenden Freiräume ärztlichen Handelns am Ende des Lebens erhalten. Alle, sowohl die indirekte Sterbehilfe, die passive Sterbehilfe, den Behandlungsabbruch, die Behandlungsunterlassung. Wir hören immer wieder, dass Ärzte eher zu viel Behandlung am Lebensende noch machen. Auch die palliative Sedierung, die in Kauf nimmt, dass der Tod früher eintreten kann, wenn schmerzlindernde Medikamente in hoher Dosis gegeben werden. Wir schlagen Ihnen deshalb einen Weg der Mitte vor. Wir wollen kein Verbot der ärztlichen Maßnahmen, die heute möglich sind. Wir wollen, dass Beihilfe zum Suizid und auch der Suizid straffrei bleiben. Aber wir sagen ein klares Nein zu Vereinen und Einzelpersonen, die organisiert und als Geschäft Sterbehilfe betreiben. Das halten wir für ethisch nicht verantwortbar. Wir haben lange überlegt, wie man diese Vereine verbieten kann, und sind darauf gekommen, nach Prüfung, dass das nur strafrechtlich möglich ist. Aber im Mittelpunkt der Debatte, die wir ja heute im Bundestag beginnen und die wir auch noch eine Weile führen werden, muss zuallererst stehen, dass wir Menschen aufklären über die heutige Rechtslage, über Patientenverfügung, über Möglichkeiten der Palliativmedizin. Und ich bin froh, dass die Debatte schon erste Ergebnisse gezeigt hat und jetzt von den Gesundheitspolitikern ein Papier zum Ausbau von Hospizen und Palliativmedizin vorliegt. Das ist dringend nötig. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht ja darum, dass wir alle möglichst selbstbestimmt und möglichst schmerzfrei leben und sterben wollen. Und ich möchte dazu den bisherigen EKD-Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider zitieren, der in dieser Woche gesagt hat, die Würde und der Sinn unseres Lebens hängen nicht an der Unversehrtheit körperlicher und geistiger Fähigkeiten. Dieser Satz ist wichtig, denn diese Debatte muss in dem großen Zusammenhang der Achtung vor dem Leben geführt werden. Und uns ist es wichtig zu betonen, dass auch das leidende, das schwer kranke, das behinderte Leben ein würdiges Leben ist und geachtet wird.
Uns bewegt zu Recht die Rolle der Ärztinnen und Ärzte. Dazu ist hier auch schon viel ausgeführt worden. Ich habe in Gesprächen sehr viele verantwortungsbewusste Medizinerinnen und Mediziner erlebt, die mit dem Freiraum umgehen können. Trotzdem sagen wir, das muss geklärt werden im ärztlichen Standesrecht. Wir plädieren für eine Regelung, die besagt, dass Ärzte keine Sterbehilfe leisten sollen, weil selbstverständlich der grundsätzliche Anspruch, dass sie das nicht tun sollen, bestehen bleibt, aber immer in Einzelfällen Regelungsbedarf da ist. Uns hat aber auch noch mal in dieser Woche die Deutsche Palliativstiftung deutlich gemacht und geschrieben, dass sie die Rechtslage, so wie sie ist, für gut halten, dass keine Unsicherheit besteht, wenn Ärztinnen und Ärzte ihren Freiraum nutzen. Und ich will auch noch mal ausdrücklich betonen, in Deutschland ist noch nie ein Arzt wegen Beihilfe zum Suizid belangt worden. Noch nie. Das ist nicht strafbar. Bei uns ist eindeutig aktive Sterbehilfe und Tötung auf Verlangen verboten. Und auch diese Abgrenzung ist genau richtig, finden wir. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die schwierigen ethischen Fragen am Ende des Lebens können meines Erachtens nicht so gelöst werden, dass man in einem Gesetz 7 Bedingungen festlegt, wann Sterbehilfe geleistet wird. Und wir werden Ärztinnen und Ärzte dazu auch nicht verpflichten können, denn es ist für sie eine Gewissensentscheidung. Wir müssen sie stattdessen besser ausbilden. Ethische Fragen, Palliativmedizin und Hospizarbeit müssen in der medizinischen und pflegerischen Ausbildung einen viel größeren Raum einnehmen. Und ich will unbedingt noch sagen, weil hier teilweise auch mit wirklich furchtbaren Krankheitsbildern, die mein volles Mitgefühl haben, der Eindruck hervorgerufen wird, als müsste man elendiglich sterben in Deutschland und niemand würde einem helfen. Das ist falsch, das macht Angst und das ist auch unverantwortlich. Und deshalb ist auch die Aufklärung so wichtig, was möglich ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ziel unserer Debatte sollte sein, dass niemand danach mehr sagt, ich will in die Schweiz, hier hilft mir keiner. Ziel sollte sein, dass niemand mehr sagt, ich habe Angst, niemandem zur Last zu fallen und deshalb bringe ich mich lieber selber um. Ziel sollte sein, dass alle Menschen die bestmögliche palliative Versorgung bekommen, dass Hospize ausgebaut und finanziert werden, dass für alle Menschen, die ihn brauchen, ein Hospizplatz da ist und auch früh genug da ist und die Leute nicht erst so spät dorthin gebracht werden, dass man sich dort ganz liebevoll und intensiv um jeden Einzelnen kümmern kann. Dann sind wir eine sorgende Gesellschaft, die das Leben achtet und die weiß, dass der Tod zum Leben dazugehört. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, auch nach dem Vortrag von Kerstin Griese gilt, dass viele der hier vorgestellten Positionspapiere sich sehr, sehr ähnlich sind, nur in Nuancen unterscheiden. Und nächste Rednerin jetzt in der Debatte, Lisa Pausi, kommt von den Bündnisgrünen. Meine Damen und Herren, ich erinnere mich noch, es war meine erste Anhörung im Deutschen Bundestag 2009, sinnigerweise zum Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Da bekam ich den Anruf von zu Hause. Diagnose Lungenkrebs, Start fortgeschrittenes Stadium. Am Ende der dann folgenden 4 Jahre Sterbebegleitung war für mich endgültig klar, es braucht endlich eine Enttabuisierung der Sterbehilfe in Deutschland. Und jetzt diskutieren wir aber stattdessen das Gegenteil und das treibt mich eben hier vorne ans Mikrofon. Um es gleich vorweg zu sagen, meine Position lässt sich auf 3 Punkte zuspitzen. Erstens, ich finde, das Strafrecht ist für dieses Thema völlig unangemessen. Zweitens, die allgemeine standesrechtliche Ermöglichung des ärztlichen assistierten Suizids, finde ich, ist unbedingt geboten. Und drittens, das Verbot von Sterbehilfevereinen ist nicht begründbar. Die derzeitige Situation ist aber auch nicht befriedigend. Es braucht klare Regeln, wie es in dem Papier von Renate Künast und anderen vorgeschlagen wird. Warum finde ich, dass das Strafrecht im Bereich des assistierten Suizids nichts zu suchen hat? Nicht nur aus rechtsdogmatischen Gründen, obwohl mich schon wundert, dass das hier so in Frage gestellt wird, weil aus meiner Sicht das schon eindeutig sein sollte. Denn wenn ein Suizid straffrei ist, und das will ja anscheinend niemand ändern, wie soll dann bitte schön die Beihilfe zu einer Nichtstraftat, ob von Freunden, von Ärzten oder von Sterbehilfenvereinen, dann plötzlich zu einer Tat werden? Ich verstehe das nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass die gesellschaftliche Würdigung von Pflege und zu Pflegenden, dass die finanzielle Ausstattung, dass die Art und der Umfang der palliativen Versorgung, dass all das nichts mit dem Strafrecht zu tun hat. Denn wäre das so, wie erklärt sich dann der Ist-Zustand in Deutschland, meine Damen und Herren? Dass die Situation so ist, wie sie ist, dafür gibt es zahlreiche Gründe.
Sie liegen im Gesundheitssystem in Deutschland. Sie liegen in der beruflichen Anerkennung der Berufe. Sie liegen in den wirtschaftlichen Anreizen im Gesundheitssystem. Sie liegen in den Logiken der Gesundheitsindustrie etc. etc. Aber sie liegen eben nicht in der mangelnden Unterstrafestellung der Suizidbeihilfe. Wie ich inzwischen weiß, war das, was ich miterlebt habe, durchaus typisch für unheilbar Krebskranke. Und deshalb möchte ich das hier noch mal kurz skizzieren. Dieser Mensch lebte in Berlin, in einer Stadt, die bundesweit zu den Vorreiterregionen bei der ambulanten palliativen Versorgung zählt. Er litt also nicht unter der Angst an der schlechten Versorgung. Er war auch nicht allein. Er wusste, er war keine Last, sondern wurde von seinem kleinen Kind gebraucht. Und trotzdem ging es nach der erhaltenen Diagnose sofort und zentral darum, wie die Medikamente zu beschaffen sind, die ein sicheres und erträgliches, selbstbestimmtes Ende ermöglichen. Warum war das so? Natürlich ging es um Angst. Es ging auch um Umgehen mit der Angst, die Angst zu sterben, aber vor allem eben auch um die Angst, die Selbstbestimmung im Versorgungsapparat zu verlieren. Und außerdem hatte der Mann bereits seine Schwester und seine Mutter an Krebs sterben sehen. Es war bei ihm keine Diskussion. Es war völlig klar. Ich fand dann den Aufwand und die Hindernisse, die zu überwinden waren, bis er endlich einen Arzt gefunden hatte, der ihm die passenden Tabletten gab, unsäglich. Und mit den Sterbehilfevereinen ist es eben auch nicht so einfach, wie es manche hier darstellen. Und dann? Über 3 Jahre waren die Tabletten griffbereit. Und am Ende hat er sie nicht genommen. Aber ohne Hilfe ging es eben auch nicht. Seine Todesumstände fielen unter die Kategorie, die gerade beschrieben wurde, indirekte Sterbehilfe. Und die Tabletten waren dennoch nicht überflüssig. Wie wichtig sie waren, das zeigt eben die Wahnsinnsenergie, die er da reingesetzt hat, diese Tabletten zu bekommen. Die Tabletten, die Medikamente entfalteten nachweislich über 3 Jahre eine starke suizidpräventive Wirkung. Und dieser Weg, der war ein guter Weg. Ich bin dankbar dafür, dass ich ihn begleiten durfte. Er sollte dennoch einfacher werden, er sollte mehr Menschen offenstehen und er sollte nicht kriminalisiert werden.